Ich bin jetzt beim Biermann und da denkt man ja, der Name ist Programm. Einerseits richtig, aber andererseits können da Frauen genauso ihren Spaß haben. Bella, wir haben uns 3 Jahre lang nicht gesehen. Ich habe aber bei dir gesehen, dass es neue Figuren gibt und dein Stand kommt mir auch vor, als hättest du da was verändert, oder? Grüß dich, Steffi. Also ja, wir haben einiges verändert im Eingangsbereich, ein bisschen was am Geschäft. Aber der Rest vom Bier her ist gleich geblieben. Tatsächlich. Ich hoffe wirklich, dass es bei dir noch das gute Hollerweißbier gibt. Ja, da schauen wir gleich nach, oder? Lassen wir uns eins zapfen. Hört sich gut an. Gehen wir rein, oder? Also ich bin ja froh, dass manche Sachen auch nach 3 Jahren immer noch gleich bleiben. Ja, schauen wir mal, ob es doch so ist, oder? Prost. Prost, oder? Schmeckt immer noch genauso gut wie vor 3 Jahren. Wer sagt's denn? Wenn du sagst, der Flirtfaktor ist bei dir auf jeden Fall da, hast du eine Geschichte, wo sich Leute bei dir schon mal kennengelernt haben, verliebt haben, wo was draus geworden ist? Also direkt nicht, aber das Komische ist schon, dass die einen oder anderen sich immer wieder hier treffen, ja, die eigentlich nicht zusammenkehren. Weißbier-Eischinger ist ja eine sehr schwierige Angelegenheit. Aber Bella, vielleicht kannst du mir ja vor allem für Nicht-Bayern erklären, wie Weißbier-Eischinger so richtig geht. Ja, so richtig kann man das nicht erklären, aber wir haben natürlich auch gute Technik und alles und die macht es eigentlich relativ einfach, weil man hält einfach nur den Hahn, das Glas drunter und der Hahn macht alles von selber, schau. Und muss man das besonders langsam machen? Ja, logisch, weil jetzt steigt der leichte Schaum hoch und wenn du nachschaust, dann wird es immer weniger. Zum Obwandeln auf der Wiesn müsst ihr nicht unbedingt ins Bierzeug gehen. Ihr könnt einfach zum Biermann in Weißbiergarten kommen.